Into the jungle. Jo Leute, herzlich willkommen beim neuen Vlog. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin gerade hier ein bisschen meine Hände am Wärmen, weil es ist arschkalt. Es hat sogar eben ein klein bisschen geschneit. Obwohl hier ziemlich viel blauer Himmel ist. Das täuscht aber alles, denn es ist wirklich super kalt. Aber ich dachte mir, fahren wir heute mal ein bisschen mit der EXC rum. Es hatten sich ja ein paar Leute gewünscht, ich soll mal einen Vlog machen, wie ich mit der EXC fahre. Ich habe mir gedacht, ja komm, machst du mal. Aber das wird jetzt kein Dauerzustand, meine Freunde, sondern EXC-Vlogs werden wahrscheinlich ja, sehr, sehr, sehr selten kommen, beziehungsweise gar nicht. Mal schauen. Was heißt gar nicht? Ich werde wahrscheinlich schon den ein oder anderen mal machen, aber es werden wirklich sehr wenige. Einfach aufgrund dessen, ja, Enduro fahren, ne? Ihr wisst, wie das da so aussieht. Naja, wenn wir Enduro fahren, dann sind wir natürlich in anderen Umgebungen unterwegs, wie jetzt hier auf dem Feldweg. Und ich weiß nicht, da sollte man sich dann schon ein bisschen konzentrieren. Und das ist natürlich dann schwer, gleichzeitig noch einen Vlog zu machen, weil, hubala, das sieht ja immer so einfach aus, man fährt ein bisschen rum, labert ein bisschen Müll, aber sich ja so hart auf zwei Sachen zu konzentrieren, ist eigentlich gar nicht so einfach. Und vor allem beim Enduro-Fahren muss man sich ja noch mal ein bisschen mehr konzentrieren, als wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin. Deswegen wird der Großteil der nächsten Moto-Vlogs wahrscheinlich wieder mit der SMCR da sein. Die übrigens auch in einem Monat wieder auf die Straße darf, da freue ich mich auch schon sehr drauf. 4 Monate stand sie jetzt rum und ich freue mich schon richtig. Das wird sehr geil. Mal sehen, was dieses Jahr alles so ansteht und wo wir so überall hinkommen werden. Ja, hier kommt gleich ein schöner Feldweg, da können wir eigentlich mal richtig lang stoffen. Da hinten kommt keiner, hier kommt keiner. Oh ja, so viele kennen wahrscheinlich schon hier diese Gegend. Lange nicht mehr hier gewesen. Schauen wir mal, wie es mittlerweile so aussieht, aber wahrscheinlich hat sich eh nichts verändert. Wie immer. Aber ihr seht, auf dem Wasser, ja, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Aber es ist so ein ganz kleines bisschen gefroren. Daran seht ihr schon, dass es wirklich kalt ist. Und ich hier nicht nur so tue. Eieiei, die haben ja den ganzen Asphaltweg weggemacht. Früher war das hier alles asphaltiert, da ist die Crossstrecke. Upala. Einmal nicht auf die Straße geguckt. Schon liegt man fast. Fahren wir mal gucken, wie die Meile so mittlerweile aussieht. Ja, nicht viel verändert. Das Gebäude ist noch größer geworden. Beziehungsweise Wände sind drin gezogen worden. Was ist hier schon wieder passiert? Alter Schwede, was war das denn? Junge, wer hat denn hier so ein dickes Loch in den Asphalt gemacht? Vor allem hier hat wieder irgendeiner ein Feuer gemacht, wieder irgendwelche... Alter Schwede. Ja, das sind natürlich immer so die Spastis, die dann hierher kommen. Riesenlöcher, Alter, das war vorher noch gar nicht. Riesenloch in den Asphalt gemacht haben. Hier ihren Müll ständig liegen lassen. Ja, und nachher heißt es dann wieder, jo, die Jungs, die da immer da oben rumchillen, hier, die Alpha-Riders und so, die waren das schon wieder. Ja, so fällt das dann immer auf uns zurück. Wir haben immer versucht, hier Ordnung zu halten, alles sauber zu halten. Gerade aus dem Grund, dass wir einfach hier bleiben möchten und es keiner sagen soll, jo, ihr macht hier nur alles kaputt, macht alles dreckig, verpisst euch mal. Und wenn dann so Leute kommen und machen das einfach zunichte, das ist halt natürlich schon scheiße von denen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, das sind ja wahrscheinlich irgendwelche Spastis, die überhaupt keine Ahnung von so einem Scheiß haben. Sich einfach nur denken, jo, machen wir mal hier voll die Action, das ist cool, wir sind ein paar dufte Typen. Ja, dann kommt natürlich sowas dabei rum. Am Ende sind wir dann natürlich die Leidtragenden, weil es heißt, jo, ihr wart das und wir dann so, ja, nee. Und uns glaubt ja natürlich wieder keiner. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon ein bisschen teilweise übertrieben hier. Aber so ein Loch, wie da jetzt in dem Asphalt war, das haben selbst wir noch nicht geschafft. Bisher ist der Asphalt immer ganz geblieben.
ohne Beschädigung, sagen wir, ohne bleibende Beschädigung. Klar, so ein Burnout konnte man zwar sehen, auch über längere Wochen, aber ja, der war halt auch irgendwann weg, wenn da Autos drüber gefahren sind, es geregnet hat, Witterungseinflüsse, sage ich jetzt mal, dann war das irgendwann weg, ne? Aber hier so ein Loch, ja, ne, das wird ein bisschen da bleiben. Fahren wir mal hier gucken, was hier so ist. Hier war früher auch mal eine Crossstrecke, die war auch echt groß gewesen, aber das ist auch schon Ewigkeiten her, ich kann mich da auch nur noch so ganz dunkel dran erinnern. Boah, die ganzen Spuren, Alter, da, oh, ja, genau so macht man das. Muss man hier aus der Scheiße rausfahren. Ja, Freunde, worüber ich auch gerne reden möchte, sind so ein paar Events, die dieses Jahr wieder anstehen von uns. Für eins haben wir natürlich schon eine Veranstaltung gemacht und das ist das allerwichtigste Event. Und zwar anlassen. Dieses Mal sehr spät und zwar erst am 22. April. Ich hoffe, es kommen wieder sehr viele. Beim letzten Mal waren wir etwas weniger als davor. Ich glaube, vor 2 Jahren waren wir bestimmt 450 Leute gewesen und das ist schon extremst geil gewesen. Also das hat mich sehr gefreut, dass doch so viele Leute da hingekommen sind. Und ich hoffe, dass dieses Jahr da wieder deutlich mehr am Start sind. Also wenn ihr dieses Video seht, ladet alle eure Freunde ein. Der Link zur Veranstaltung, den schreibe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr den noch findet. Und dann hoffe ich, seid ihr auch hart am Start. Ja, dann was anderes, wofür auch viele Leute geschrieben haben, jo, was soll das? Erzberg. Für alle, die gedacht haben, ich will da selber mitfahren, nein, ich fahre bestimmt nicht beim Erzberg mit, wenn ihr seht, dass ich hier bei so Pfützen schon abkacke teilweise. Oh, da unten sind 2 Rehe. Vielleicht hören die mich. Nein, ich habe keine Hupe jetzt gerade. Nein, also Erzberg, ich werde da mit meinen Kollegen hinfahren, die schon die letzten 2-3 Jahre da mitgefahren sind, beziehungsweise immer nur Prolog gefahren sind, keiner hat es von denen bis ins Hair Scramble geschafft. Nein, also ich werde da quasi nur so als Begleitperson mitfahren und mir das Ganze mal anschauen. Wir fahren dann mit Wohnwagen, Camper und all den ganzen Scheiß fahren wir dahin. Und ja, schauen einfach mal, wie das wird. Ich überlege gerade, wie man da runterkommt. Weil da hinten, das sieht, fahren wir mal da hinten runter. Uiuiui. Ja, also, wie gesagt, ihr braucht nicht denken, dass ich jetzt beim Erzberg irgendwo antrete. Ich werde mir das dieses Jahr erstmal ein bisschen anschauen. Mal sehen, wie das Erzberg-Rodeo so ist. Und, hubala, jetzt komme ich hier voll aus der Fahrt. Ich werde mir das ein bisschen angucken und dann, ja, wenn ich nächstes Jahr ein bisschen mehr Übung auf der EXC habe, vielleicht mich auch für den Prolog anmelden, aber das steht alles noch in den Sternen und mal schauen, wie es nächstes Jahr überhaupt dann aussieht. Ich weiß auch, die richtigen Hardcore-Enduro-Keks unter euch werden bestimmt sich auch denken, jo, was macht der da eigentlich für eine Scheiße? Das Moped ist total unterfordert. Ja, mag sein, ne? Aber Übung macht den Meister. Auch ein Graham Jarvis hat mal klein angefangen. Und ihr habt bestimmt auch irgendwann das erste Mal auf dem Moped gesessen. Ich versuche auch regelmäßig zu fahren, um mir hier die nötige Übung anzueignen. Weil ich will ja auch nicht immer der Letzte von unserer Truppe sein. Ui, jetzt kommt hier wieder die Kette. Sind wir wieder geschickt umfahren. Hubala. Etwas zu schnell reingekommen. Ja. Autsch. Ja, heute ist echt nochmal geiles Wetter. Da musste ich einfach mal ein bisschen wieder fahren. Guckt euch das geile Ding an. Also es macht schon sehr viel Spaß, mit dem Motorrad zu fahren, auch wenn viele doch überrascht waren, warum es denn gleich eine 300er wurde. Und viele haben irgendwie auch ein bisschen negativ darauf reagiert, wie ich einfach gesagt habe, kauft euch, worauf ihr Bock habt. Da meinte ich ja so, jo,
zu viel Leistung gibt es ja gar nicht und bla bla bla. Klar, viele haben natürlich recht. Bei der EXC kommt es natürlich auch viel auf Technik an. Allgemein im Enduro fahren. Ja, wenn man sich nicht auf Leistung verlassen kann, wie jetzt zum Beispiel bei einer 125er im Vergleich zu einer 300er, kommt es natürlich mehr auf die Technik an, klar. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Ich habe es halt so aus meinen Erfahrungen aus den Straßenmaschinen genommen. Ja, viele sagen halt immer so, jo, wenn sich jetzt zum Beispiel einer eine 1000er kauft und irgendwie Leute sagen so, jo, die hat doch ultra viel Leistung, muss es denn direkt so viel sein? Willst du nicht lieber eine 600er erst holen und so? Sowas habe ich halt gemeint, dass die Leute sich da nicht einreden sollen. Ich finde halt einfach, man gewöhnt sich daran, was man hat. Und es kommt halt einfach drauf an, welche Person halt auch da drauf sitzt. Wenn sich einer denkt so, jo, scheiß drauf, ich baller das Ding bis zum Begrenzer, einfach auf der Autobahn, Vollgas. Was soll er das machen, ne? Also da appelliere ich natürlich ein bisschen an die Vernunft von den Leuten, die sich die Dinger kaufen wollen. Muss halt jeder selber wissen, so habe ich das halt gemeint. Nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ihr kauft euch eine 300er, wenn eine 125er Quatsch ist, das ist ja Blödsinn, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, wenn ihr irgendwie Bock auf irgendwas habt, dann kauft euch das und lasst euch da nicht irgendwie von einem einreden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt noch hinfahren soll. Eigentlich ist das Wetter ja sehr, sehr geil. Ich bin jetzt auch leider heute allein unterwegs, weil sonst keiner Zeit hat. Das ist Karneval. Die meisten sind unterwegs oder noch betrunken. Ich werde auch heute nicht so krass fahren, weil ich bin halt kein Freund davon, wenn man alleine unterwegs ist. Sollte man das vielleicht nicht machen, weil wenn man doch mal wirklich im Wald irgendwie stürzt und man hat sich irgendwas eingeklemmt oder im schlimmsten Fall irgendwas gebrochen oder so und man kommt nicht mehr weg, dann ist es immer ganz schlecht, wenn man da alleine ist, weil im Wald hast du ja auch teilweise schlechten Handyempfang oder so. Und wenn man dann irgendwo liegt, das ist dann natürlich schon eine blöde Situation, ne? Und deswegen, wenn man alleine fährt, wie jetzt hier, ich fahre halt nur ein bisschen Feldwege, das ist ja nichts Dramatisches. Aber ich werde mich jetzt nicht irgendwie in die Büsche machen und da die harten Enduro-Skills raushängen lassen und nachher passiert irgendwas, ich liege da rum und keiner kann mir helfen, das ist natürlich schon scheiße, ne? Ja, machen wir noch schnell ein Bild für Instagram und dann geht's auch schon weiter. Jo Freunde, leider ist meine GoPro leer gegangen, deswegen muss ich jetzt gerade hier mit dem Handy weiter filmen. Kleines Problem, ihr seht es vielleicht hier unten schon, mein Reifen ist ein bisschen platt. Ich vermute einfach jetzt gerade, dass das Ventil abgerissen ist, weil ich keinen Nagel entdecken kann. Ich bin über den Feldweg gefahren und ja, auf die Straße und auf einmal fing das Hinterrad an zu eiern und ich nehme an, jetzt ist es Freck. Mal wieder, weil ich habe mir letztens erst einen Platten gefahren und ja, ich denke mal am Ventil, wenn es wirklich so ist, kann man da nichts mehr reparieren leider. Deswegen neuer Schlauch und dann geht's weiter. Vielleicht werde ich auch auf Moose umsteigen, mal schauen. Ja, dann war es das auf jeden Fall schon wieder für diesen relativ kurzen Vlog. Ich hoffe, ihr habt überhaupt was verstanden, weil es ist ein bisschen windig. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder am Start. Wieder mit ganzem Reifen. Und dann macht's gut, schönes Wochenende noch und haut rein. Tschüss. Don't bring mojo. You know what you're acting like you don't know.